Du hättest mich auf Nathema lassen sollen. Du bist meine Tochter. Du gehörst hierher. Weißt du, was sie mir dort angetan haben? Du musstest Disziplin lernen. Du musstest erkennen, wie du deine Kraft kontrollierst. Das Band zwischen uns wird immer stärker. Ihr könnt Bruchstücke meiner Erinnerungen sehen. Valen hat Nathema erwähnt. Was ist das? Nathema ist eine geschändete, vergessene Welt, auf der die Macht korrumpiert wurde. Ich habe Valen dorthin geschickt, um ihren Geist zu konditionieren und ihr Gehorsam beizubringen. Dort habt ihr ihr beigebracht, sich vor dem Drachen von Sakul zu verneigen. Sie ließ mir keine Wahl. Unkontrolliert war Valen eine Bedrohung für alles, was ich erschaffen hatte. Und für sich selbst. Jemand musste ihre Macht in die Schranken weisen. Ich spüre etwas. Valen zieht es wieder nach Nathema. Sie würde nur dorthin zurückkehren, wenn sie einen Weg gefunden hätte, sich von ihrer Konditionierung zu befreien. Wenn Valen ihre ganze Macht entfesselt, könnte selbst ihr Probleme haben, sie aufzuhalten. Es gibt noch immer keinen Hinweis darauf, wohin Valen verschwunden sein könnte. Hat sie vielleicht die Eroberung der Galaxis aufgegeben und sich in einer beschaulichen Kolonie im Outer Rim zur Ruhe gesetzt? Das würde nicht zu meiner Schwester passen. Ich habe da so eine Ahnung, wo sie sein könnte. Auf einem Planeten namens Nathema. Ich hätte nie gedacht, den Namen dieser verfluchten Welt je wieder zu hören. Ihr wart dort? Einmal. Valkorion hatte dort meine Schwester weggesperrt, als sie noch ein Kind war. Sie liegt im Corleon-Sektor. Ein Moment. Jemand hat während Valens kleiner Feier eine verschlüsselte Holo-Nachricht an sie geschickt. Wir konnten den Ursprung in diesen Sektor zurückverfolgen. Die Nachricht war auf jeden Fall so wichtig, dass Valen alles stehen und liegen gelassen hat und verschwunden ist. Nathema ist eine verdorbene Welt. Wenn ich dorthin gehe, werde ich wieder in meine alten Gewohnheiten verfallen. Alles, was ich seit meiner Heilung auf Voss erreicht habe, wird umsonst gewesen sein. Ich glaube, dass ihr stark genug seid, das zu schaffen. Aber ich zwinge euch auch nicht, dorthin zu reisen. Danke. Ich werde bleiben, um bei Senja zu sein, falls sie aufwacht. Ich werde die Fähre vorbereiten. Die Scans orten nur in einem Gebäude Lebenszeichen. Diese Welt ist unnatürlich. Als ob die Macht hier ausgehöhlt wäre. Ich habe es auch gespürt. Die Macht durchströmt jedes lebendige Wesen, Theron. Selbst euch. Auf Siost hatte der Imperator die Macht korrumpiert und alle in blutrünstige Wahnsinnige verwandelt. Aber hier kann ich die Macht kaum spüren. Die Effekte werden auf der Oberfläche noch stärker sein.
Das Fehlen der Macht könnte uns verrückt machen. Meine Kraft hier ist begrenzt. Aber ich werde tun, was ich kann, um euch und eure Gefährten vor den schlimmsten Effekten der Leere zu beschützen. Setze zur Landung an. Ich grüße euch, Kaiserin. Es ist schon viel zu lange her. Wo ist Yarab? Er wartet in seinem Labor auf euch. Erinnert ihr euch an den Weg? Wartet hier. Ich werde die Fähre im Auge behalten. Sagt Bescheid, wenn ihr mich braucht. Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Kapitel von Kotet. Und wir in die Leere. Wir sind auf Nathema gelandet und werden uns jetzt mal hier durchschlagen und gucken, dass wir Waylon finden. So, Kommando versteckt. Wir hatten ja auch... Wir haben ja zwei Kisten. Oh. Oh. Oh, wir haben das nächste Stück. Oh, yeah. Oder? Ja doch, wir haben... Das ist das hier. Gut, das brauchen wir nicht. Das können wir desintegrieren. Das auch. So. Wollen wir gleich mal den nächsten öffnen? Können wir gleich mal nächsten zwei Stunden. Das ist gut. Trophäe. Das haben wir schon. Das brauchen wir auch nicht. So, gut, würde ich sagen. Ach hier, ich habe hier der Holo von Waylon. Können wir uns gleich mal angucken. Geile Scheiße. Will ich auf jeden Fall irgendwie. Ach Gott, dann habe ich ja den Rotz hier gekriegt. Was ist denn das hier überhaupt? Sehr gut. C. So, jetzt haben wir jetzt schon... Das vierte haben wir jetzt schon. Ah, geht voran. Was haben wir jetzt beim vierten? Warte mal, was steht denn da? Erhöht die kritische Trefferchance von Verwüsten oder Klingensperre. Um 5% Klingensperre. Wo haben wir Klingensperre? Hier. Oh, jawohl, Alter. Sehr schön. Nicer, da ist er. Okay, das können wir nicht gebrauchen. Eigentlich können wir hiervon nicht mehr gebrauchen. Was sind denn die hier? Handwerksmaterialien. Die werden wir gleich mal anmachen. Aber ansonsten brauchen wir jetzt nichts. Da will ich noch gucken, dass ich mir das da irgendwo hinstelle auf meiner Festung. Dann passt das schon. Hier, brauche ich da noch. Ah, ist hier bunt. Hebig auf für das nächste Mal. Wir sind ja jetzt schon in der Doppel-EP-Woche oder sowas. So, Freunde der Sonne, wo müssen wir lang? Was sollen wir da? Und ich war damals mit dem Krieger schon mal hier gewesen. Das sieht einfach unglaublich leer aus.
Ja, mit dem Krieger kommt man immer zu den Sachen, wenn sie neu raus sind, weißt du? Das ist so ein bisschen aufregender vielleicht. Und ja. Ist jetzt was anderes? Als jetzt natürlich. Aber trotzdem ist es beeindruckend. Ich meine, man könnte jetzt hier irgendwo noch lang gehen und gucken, aber leider sind diese Star Wars Spiele hier, also Star Wars Old Republic nicht wirklich ausgelegt, um jetzt sag mal irgendwo Kisten zu suchen. Klar, ihr habt dort irgendwo Kisten, die man finden kann, aber da ist nur noch Rotz drin. Weißt du, wenn mal was Vernünftiges drin war. Früher war das mal. Früher. Hier pulsierte einst das Leben einer großen Stadt. Jetzt sind davon nur noch Ruinen geblieben. Früher war das mal so gewesen, dass man dafür. Dass es da richtig Credits gab. Warte mal, müssen wir hier lang? Ja, wir müssen hier runter und dann da lang. Aber man könnte ja auch, keine Ahnung, irgendwie so Kisten, wo man denn. Nee, hier müssen wir ja nicht lang. Doch. Wir mussten ja lang, weil da nicht rüber hing, stimmt's. Aber so Rüstungsteile, richtig geile Rüstung. Ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt schon den vierten Teil gefunden haben davon. Unglaublich, glaube ich, so viel habe ich mit meinem Krieger noch nicht. Der Wahnsinn. Naja, klar, wir sind jetzt relativ. Seht euch das an. Die Katastrophe hat die Leute in Staub verwandelt. Aber ein paar Schmuckstücke haben sie irgendwie überstanden. Tja. Hier sind wir ja relativ schnell 70 geworden. Und konnten so. Hier liegt auch noch ein bisschen weiter rum. Dieselben Sachen lagen unten gerade. Völlig. Ist Nasema, war das nicht der Planet, den der Imperator als erstes Mal verschlungen hatte? Als er die Macht irgendwie an sich riss, nachdem er hier irgendwelche anderen dunklen Lords hier auf den Planeten versammelt hatte? Oder bin ich da jetzt irgendwie in der Geschichte schon falsch? Bin mir gerade nicht so sicher. Als er die denn hier versammelt hatte, hat er denn den Planeten zerstört. Bis zum Ende! Sehr gut. Lana? Oh nein, ich bin gefangen. Hilfe! Ah. Oh ja. Feier ich noch. Schwertchen weg. Muss ich selber wegstecken. Alles klar. Ich feier das immer noch. Entschuldigung. Genau wie das hier. Ist kalt hier. Das ist so unglaublich, die Dinger. So eine kleinen Gimmicks hier finde ich toll. Solltet öfter sehen. Was gibt es denn eigentlich im Kartellmarkt? Wir haben doch ja nicht geguckt. Eieiei. Transportmittel.
Oh, das sieht ja nicht mal so verkehrt aus. Ich habe ja noch ein bisschen was da. Was ist denn das hier? Man könnte doch jetzt, warte mal, Vorschau, sieht man, wie man drinnen sitzt. Oh, das ist auch alles neu. Wisst ihr, warte, die fällt mir. Die fällt mir. Aber ist cool, dass man das jetzt hier anzeigen lassen kann. Waffentuning, Farbkristall. Ja. Ist was? Jo, kaufen wir. Gib mir her den Shit. 1200, da ich immer noch genug. Oh, was sieht mich. Ach, das ist ein Paket. Die Waffe hier sieht ja nicht schlecht aus. Das ist eine handelsübliche Waffe hier. Ja, wie ein Gefechtsarena. Kenne ich gar nicht. Gut. Warte mal, Sammlungen können wir doch bestimmt bei Waffen mal gucken. Geht gleich weiter, Freunde der Sonne. So, und jetzt hier ganz nach hinten. Hier ist das Ding. Hier. Elektrostab. Krass. Wer hatte denn einen Elektrostab gehabt? Ich wüsste das ja nicht mehr. So, warte mal. Inventar. Ich möchte gerne dieses Transportmittel aktivieren. So, den haben wir jetzt hier. Ah, da, das gefällt mir. Cool, jetzt zeige ich auch mal so einen komischen Stuhl. Gefällt mir, super. Bin ich ja begeistert. Tief durchatmen. Da bin ich ja begeistert. Ich wusste ja nicht, dass ich schon wieder so viele Kartellmünzen habe. Ich würde da ganz was anderes nehmen. Sehr gut. Hier ist es schlimmer. Die Leere. Sie ist hungrig. Sie will mich verschlingen. Meinen Geist und meinen Verstand. Jede Spur meiner Existenz auslöschen. Hier stimmt etwas mit der Macht nicht. Noch ein Grund, möglichst schnell vorzugehen. Der Sog der Leere ist stark, aber er wird uns auch vor Venins Aufmerksamkeit verderben. Mal sehen, ob wir diese Türen aufkriegen.
Gut, dass ihr nicht schon als Kind so eine Waffe hattet. Wahrscheinlich hätte keines meiner Schoßtiere überlebt. Warum haben mich eure Kreaturen angegriffen, Yarak? Ich bin jetzt die Kaiserin, keine Gefangene mehr. Sie reagieren auf Angst und Hass. Wenn ihr lernen könntet, eure Emotionen zu kontrollieren, wie euer Vater, würden sie euch keinen Ärger machen. Ich bin nicht wie Valkorion. Ihr sagtet, dass ihr einen Durchbruch erzielt habt. Es ist alles vorbereitet, Kaiserin. Im Hauptlabor. Okay, ich bin bereit. Für alles. Ja, dann... Ja. Dann wollen wir mal, wa? Das können wir ja alles hier verscherbeln. Noch irgendwas? Nö. Diese Einrichtung, dass die immer in irgendein, also wenn irgendwo was illegal gemacht wird oder irgendwelche Verbrecher sitzen oder sonst irgendwas, die Buden, die sehen aus wie, als wenn die überhaupt keine Kohle haben. Warum sind hier keine Putzdroiden? Man könnte doch hier Putzdroiden hinpacken, die hier alles sauber halten und das alles schick machen und hier mal ein bisschen streichen. Das muss doch nicht aussehen wie scheiße hier alles. Tief durchatmen. Komm hier nicht weg. So, was haben wir denn hier alles? Finde die Tür zu öffnen. Holo-Tagebuch. Valkorion hat mir die völlige Kontrolle über sein Kind gegeben. Der Tod ist die einzige Grenze, die ich nicht überschreiten darf. Glücklicherweise hat er mir zahlreiche Subjekte zur Verfügung gestellt, damit ich meine radikaleren Experimente vorher testen kann. Okay, wir haben jetzt irgendeine Karte gefunden. Jetzt müssen wir noch die Holo-Tagebücher finden. Ja, wieder in einem Böller hinten am Rücken genagelt. Kreaturen rissen einen jungen Mann in Stücke. Er starb schreiend vor Valens Augen. Aber sie hat kein Interesse daran gezeigt, ihm zu helfen. Die Dinge entwickeln sich gut. Valkorion hat seine Tochter in ein Monster verwandelt. Oder er hat einfach ihr inneres Monster geweckt. Ja. Abgestumpft nennt man sowas. Wo ist denn jetzt hier was? Ach da.
Malte musste Valen beim Sezieren zusehen. Ich habe ihr jede einzelne deformierte und gebrochene Leiche der gescheiterten Experimente gezeigt. Ich ließ sie sehen, welchen Schaden die Implantate und Chemikalien anrichten können. Jetzt weiß sie, was vor ihr liegt. Junge, nee, ey, oder? Oh, ich hab damals, glaube ich, schon war total entsetzt darüber. Finde eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Welche Tür? Valen hat heute einen weiteren Aufseher getötet. Sie muss lernen, dass Ungehorsam Konsequenzen hat. Isolation, Furcht, Schmerz. Manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die effektivsten. Die hier drinnen gefangen war? Oh, guck mal hier. Festgebunden. Ich kümmere mich um euch. So, Nathema Eiferer. Ach, der steht jetzt zu dicht da dran. Aha, jetzt hat sie einen Böller. Konventionelle Methoden haben ihre Grenzen. Aber das letzte Testsubjekt, das ich in die Kammer gebracht habe, wurde wahnsinnig. Und riss sich die eigenen Augen heraus. Ich muss die Maschinen neu kalibrieren, bevor ich sie bei Valen einsetze. Ist das alles krass? Ich dachte, dass Valen schreien würde. Oder weinen. Vielleicht sogar um Gnade flehen. Aber als der Schmerz durch die Maschinen unerträglich wurde, fing sie an zu lachen. Ein hässliches, schrilles Lachen. Der wunderbare Klang ihres zerbrechenden Geistes. Alter, der ist doch krank. Der muss aufgehalten werden. Los, wir müssen ihn töten jetzt hier. Das ist doch, da wird ja der Jedi in der Pfanne verrückt.